in Heroes ist. Aber sie hat gestern auf jeden Fall mir im Chat erzählt, dass Darkmog noch ziemlich nervös ist. Ich denke, wenn man da jetzt eine Weile erstmal sitzen darf auf der Bühne, wird es langsam besser. Auf jeden Fall. Meine Hoffnung. Vor allem, sobald man im Spiel ist, glaube ich, geht das auch. Da auf jeden Fall. Ich finde allerdings, also mein Sanity bisher gefällt mir ganz gut, aber ich finde, wenn sie tatsächlich jetzt Falstad noch dazu nehmen, Falstad hätte ich vor der Tyranne gepickt. Denn die Gefahr, dass jetzt noch Falstad gepickt wird von GIA, sagen wir mal zumindest nach EU-Standards. Aber ich glaube, sie sind total happy, sozusagen geforst zu haben, dass der Gegner Morales spielt und sie drauffahren können mit ETC Tyrande. Das ist richtig schwierig für die Morales. Aber du hast recht, Falstad würde das gut komplementieren, denn die Morales-Beschützung. Oh, Warwick noch dazu. Ja, das ist ja Einladung jetzt. Also jetzt will ich auch den Vogel sehen. Ja, ich glaube, Darkmog sagt jetzt, lol, wisst ihr, was Sonja mit Leoric macht? Ich dachte mir und sowas. Und Greymane dazu. Noch mehr Aggression. Ja, das finde ich, also ist ein bisschen crazy, aber ich finde es ziemlich smart. Sie nehmen sozusagen dem Gegner den Wind aus den Segeln, nehmen ihm diese aggressive Komp mit dem Uta oder Rega. Ja. Und nehmen einfach alle Melee-Assassins. Also, für sich selbst. Finde ich auch stark, aber. Ah ja. Ich meine, warum nicht? Ich hätte trotzdem den Vogel lieber gesehen, aber. Ich glaube. Also ich meine, du hast recht, aber Greyman ist besser Melee-Assassin eigentlich, Range-Assassin und passt besser in diese Live-Kombo mit rein, weil sonst hätte man Falstad quasi eigentlich konsequent mit Laser spielen müssen und das wäre so ein bisschen zweifelhaft gewesen. Insofern, ich glaube, es passt jetzt eigentlich ganz gut. Das ist echt krass. Das ist bestimmt eine Broadcast angebundener, ein Referee, ein Admin oder so, die da rumlaufen. Also ich glaube... Der Draft wurde von meinen Sanity genauso erhofft, genauso durchgeplant. Und genauso wurde es durchgezogen. Haben wir eigentlich gerade wieder Handtuch und Taschentuch gesehen? Oh, gute Frage, darf er das nicht? Oh, Freunde, wir gehen rein in die erste Map Inferno Shines. Mein Sanity von links nach rechts mit Nurok auf dem Zul, Hasobs auf dem Greymane, Blumby auf dem ETC, Splendor auf der Tyrande und Darkmog auf der Sonja. Da sehen wir es nochmal im Detail. Lugomir mit schicken Fotos dazu. Ja, richtig geile Fotos. Auf jeden Fall. Auf der rechten Seite sehen wir GIA mit Goddog auf Limegen, Blue Way auf Muradin, Alpha auf Sagara, Lulumi auf Leoric und Rival auf Morales. Finde ich total lustig. Habt ihr ja gerade erzählt. Oh, wir gucken erstmal auf diese erste Konfrontation. Ah, nee, tatsächlich Konfrontation abgeblasen. Ich dachte die ganze Zeit, wir spielen Battlefield of Eternity, wird mir gerade klar. So vom Hirn her. Aber okay. Welche Minions auf den Shrines soll denn Xul auf Battlefield clearen? Ja, genau. Ich war nicht so gehypt für den Xul-Pick, wie ich hätte sein sollen wahrscheinlich. Und dann ist Ming natürlich richtig scheiße auch. Also die Skelette blocken das, nicht nur die normalen Skelette, sondern zusätzlich von Xul. Das ist schon gut. Mein Sender, sie suchen direkt natürlich nach der Möglichkeit, mit der Stun-Kombo was kaputt zu machen. Man muss auch mal dazu sagen, Zul, also eigentlich ist er ja Specialist, aber man könnte ja trotzdem als Mini-Assassin mehr oder weniger, sagen wir mal, als Allzweck-Geheimwaffe sehen. Und dafür, dass er immer mitten in den Gegnern drinstehen muss, hält halt auch jede Menge aus. Oh, ich finde das so geil, wie strategisch brillant Mind Sanity inzwischen spielen. Also ist er einfach immer so, man versteckt sich in jedem Busch, man ist ganz geduldig, man guckt sich genau an, was der Gegner macht. Also bin richtig hyped zu sehen, wie fokussiert sie einfach hier auftreten. Was ich erzählen wollte mit Blue Way und Lulumi, eigentlich habe ich ja gesagt, beide spielen nicht so gerne Tank gefühlt. Ja. Einer von beiden muss dann immer und der andere darf die Melee-Assassins spielen, auf die sie anscheinend beide mehr Bock haben. Und jetzt sind sie aber in den Draft geforst mit zwei Tanks. Und ich denke, dass wir sehr, sehr aggressive Skillungen sehen werden auf dem Muradin und auf dem Leoric. Wobei man auf dem Muradin wahrscheinlich diesen Battle-Momentum Gladbill sehen wird. Was auch nicht ganz schlecht ist natürlich, gegen die ganzen Melees, die da reinfahren. Und Darkmog hat hier ganz gut Tower verloren. Aber jetzt ist die erste Schreienphase eingeläutet und Zul bleibt erstmal oben. Ich denke, wer spielt eigentlich den Zul? Habe ich schon wieder aus den Augen verloren. Ist das Nurok? Ja. Sind eigentlich alle mit Wonderbilly unterwegs. Splendor achtet sehr darauf, dass alle auch die richtigen Skins und Mounts haben. Ja, das ist halt, hallo, das ist das Wichtigste. Skin und Mounts gleich Skill.
Oh, da muss man aufpassen, sind gegen 5 hier unterwegs. Suhl kommt jetzt von oben mit dazu. Sie haben tatsächlich 20 Skelette gesichert. Wie haben sie das gemacht, zu viert? Richtig gut gemacht von Darkmog. Und Hasorbs natürlich mit dem Poke, mit dem Greyman. Auch super stark natürlich in den Schreinfights. Ja, ETC geht kurz raus. Blumbi sagt, wartet kurz. Muss mich kurz hochrein. Okay, läuft wieder, kann so reingehen. Und Darkmog macht direkt wieder Druck. Und da unten direkt aus Sagara drauf. Da kommt auch noch der Root von... Oh, von Xul drauf und direkt einfach mal Sagara rausgenommen. Sehr schön gespielt. Hasorbs muss jetzt ein bisschen aufpassen. Natürlich ist er committen gegangen für den Kill. Aber sieht jetzt richtig gut aus mit dem ersten Punisher. Wollen wir jetzt die Kamera anmachen? Fail. Und da geht es jetzt noch auf Leoric drauf. Kriegt aber noch das Schild von Morales und den Heal. Darkmog und Hasorbs müssen sich ein bisschen zurückziehen. Es fehlen nur noch 5 Minions. Das ist natürlich eine Situation, wo die Morales unendlich stark ist im Hintergrund. Aber wir sehen auch, Morales ist jetzt OOM. Und jetzt kann es eigentlich losgehen für meinen Sanity, wenn sie das realisieren. Ah, tatsächlich gibt es erstmal den Kill gegen Darkmog. Aber eigentlich müssten sie auch Counterkills noch kriegen. Oh, Muradin! Geht tatsächlich da. Und unten könnten sie vielleicht Morales noch kriegen. Die wird jetzt gleich gestunt vom Punisher. Und tatsächlich, Blumbi ist auch da. Und will den Killer. Oh, schön gemacht von Blumbi. Sehr schön gemacht. Sichert da den Kill gegen die Morales. Und eine Vorsprung für meinen Sanity. Sie können jetzt mit dem Punisher pushen und womöglich den Vorteil noch vergrößern. Suhl von Nurok versucht direkt 2 Lanes zu soaken, hat wunderschön ausgepusht in der Mitte, geht jetzt hoch und eine richtig dicke Wave ist, dann haben sie gleich wieder Talent. Und unten wird überhaupt nicht verteidigt, das heißt, My Insanity kriegt jetzt hier einfach mal einen Fort geschenkt. Mit dem ersten Punisher ist das schon riesig. Das stimmt. Und sie können vielleicht sogar jetzt hier nochmal das Ankommen machen, aber... Das sieht so aus, als könnte der Leroy. Alter Schäde. Das ist übrigens, was ich meine. Lumi, ein ganz aggressiver Spieler, geht dann einfach mal in die 2 Laser rein. Muss ich jetzt auch schon wieder zurückporten und alle kriegen nochmal die Eule ab. Also ich glaube, wir sehen hier schon wieder die Vorahnung auf den Double Snipe. Vielleicht heute den Triple Snipe. Mit der, obwohl diesmal spielt Splendor. Aber muss ja nichts heißen. Ich konnte leider nicht so viele Scrims jetzt in Korea sehen. Ich hatte gehofft, dass ich quasi immer morgens um 4 aufstehe und dann direkt alle Scrims gucke. Aber. Mein Zelt, die hat zwischendurch auch Probleme gekriegt, Scrim-Partner zu finden in Korea. Also es war insgesamt nicht so einfach. Ja. Aber ich weiß tatsächlich jetzt nicht so genau, was die Strategien sind, wie ich das normalerweise. Also normalerweise weiß ich immer ganz genau Bescheid. Und ich würde mich so freuen, wenn wir jetzt einfach die ganze Zeit so richtig Klassenfahrt-Line-Up sehen, immer richtig drauffahren auf die Gegner. Oh, die Eule kommt einfach immer wunderbar. Es wird einfach alles gescoutet. Man hat die Informationen, weiß, da kommt jetzt... Und da wird direkt die Falle aufgestellt. Man weiß, da Leute, kommen die Leute vorbei. Und es geht jetzt auf den Muradin drauf. Da kommt direkt der Stun-Follow-up und es geht drauf. Aber Muradin kann er nochmal rausspringen. Da sah man ein bisschen vielleicht die Nervosität von Darkmog. Ja. Er hat den Speer daneben geworfen, das passiert ihm natürlich normalerweise nie. Also das wäre sonst sicherlich der Kill gewesen. Aber kein Problem in der Situation, nicht so wichtig letztlich, dass man da den Kill kriegt. Wichtig wäre jetzt das Hardcamp zu holen, rechtzeitig für die 2. Schreinphase, um dann da zusätzlich Druck aufzubauen. Und tatsächlich, da macht sich auch direkt auf den Weg. Also auch wenn er vielleicht nervös ist, natürlich die strategischen Sachen, die sind ganz fest eingeschrieben, die kriegt man auf jeden Fall hin. Wir sehen übrigens den Eulenbild auf Tyrande. Und auf Xul sehen wir den Skelettbild. Also er kriegt mit dem ersten Skelett-Talent auf 4, bekommt er Mana für jedes Skelett, das er das spawnt. Und mit dem 7er bekommt er Leben dazu. Das heißt, er hat unglaublich viel Sustain einfach auf einer Lane und muss fast nie zurückporten damit, wenn er Minions dabei hat. Schön jetzt auch gemacht von DIA, haben sich nochmal ein bisschen zusätzlich XP rausgeholt mit dem Push hier, aber Level 10 auf der anderen Seite so gut wie da für mein Sanity. Insofern müsste der 2. Punisher eigentlich an sie gehen. Ist natürlich super getimed jetzt und sie können jetzt auch noch das Hardcamp da oben beschützen. Das pusht mich da jetzt gerade. Und in der Mitte ist Hasorbs am Auspushen. Das Siege Camp ist da kein Problem. Und auf der unteren Lane muss auch noch XP gesuckt werden. Und deswegen kommen jetzt Blumbi und Blender hier mit dazu. Für die Stun-Kombo. Oh, der Muradin hat den Sprung schon draußen. Oh, Long-Range-Stun von Blumbi. Ist der Stun leider daneben gegangen von Tyrande. Ja, ich glaube, da konnte das Blender nichts für. War ein bisschen zu weit weg. Und jetzt vielleicht die Möglichkeit, Teamfight zu nehmen mit 10 gegen 9. Das wäre natürlich super. Blumbi wird noch Zeit haben, nochmal für ein Moshpit hier im Zweifel. Aber es gibt die Stun-Kombo. Man darf auch nicht vergessen, währenddessen ist Darkmog die ganze Zeit oben und holt sich Skelette. Also hier wird ordentlich Zeit gekauft für den nächsten Punisher. Wurde jetzt hier benutzt, weil es natürlich ein bisschen ärgerlich, dass das da rausgeht. Andererseits, sie haben versucht, ein Geld zu kriegen, hat nicht geklappt. Mein Gott, passiert. Und GIA nimmt sich jetzt das Camp. Nurok bleibt unten mit Xul, weil sie genau wissen, die machen jetzt das Camp, damit das Camp verteidigen kann. Und Punisher oben ist schon so gut wie geholt. Also... Obwohl sie keinen Kill gekriegt haben, haben sie hier unglaublich viel aus dieser Aktion herausgeholt. Alleine dadurch, dass sie sich den Punisher geholt haben und jetzt damit weiter pushen können. Ja, die Mauer hier ist offen. Insofern können sie direkt mit reingehen. Gibt es die Stun-Kombo gegen Leroy? Sitzt nicht ganz. Lumi hat gut reagiert diesmal. Tatsächlich sein E rechtzeitig gezündet. Und jetzt müssen sie aufpassen, dass sie hier nicht 4 gegen 5 engaged werden. Insbesondere, wo Shadowstalk auf Cooldown ist.
Todesangst direkt geknallt. Und da geht's vielleicht das Follow-up, da kommt direkt das... Aha, aber Clans regelt hier. Ja, aber wenn Clans jetzt draußen ist, natürlich super. Jetzt geht's drauf auf Lumbia, weil der kriegt sofort den Shadowstalk. Überhaupt kein Problem für ihn. Er wird trotzdem getötet hier. Ja, und Zul kommt jetzt erst mit dazu. Das war natürlich das Problem hier in der Situation. Ja. Schöner Stunt von Splendor, um seine Mates dann nochmal zu retten. Die Maw geht tatsächlich komplett ins Leere. Aber das ist genau das, was sie natürlich nicht machen dürfen gegen GIA. Die einladen, diese aggressive Spielart durchbringen zu können. Also sie müssen unbedingt, denke ich, in solchen Situationen zu fünf zusammen sein, damit sie ihrerseits die Kontrolle ausüben können. Mein Insanity, komme mit dem blauen Auge davon. Ein Kill, überhaupt kein Problem. Ein Level Vorsprung trotzdem. Aber klar, mit dem Punisher hätte man eigentlich den Traum gehabt, jetzt noch ein bisschen weiter wegzuziehen. Wir sehen übrigens Wave of Force auf der Li Ming. Und man macht das häufig. Das sieht man in sehr vielen Regionen. Also in Europa sieht man das auch häufig als Reaktion auf ETC. Meiner Meinung nach ist das eigentlich ziemlich schwach, weil gerade bei dem Lineup von GIA fehlt jene Menge Schaden, den sie eigentlich bräuchten. Gank jetzt eingeleitet und Li Ming, ja, die muss hier eigentlich down gehen. Super gemacht schon wieder von Mindsanity. Also man sieht einfach in der Vorbereitung dieser Bewegung, dass alle sozusagen so eine Kurve um die Li Ming drum machen, ja, dass die keine Chance hat, rauszukommen. Und die Stun-Kombo saß tatsächlich auch gut, aber das ist dann letztlich natürlich Beiwerk. Und sie haben sich direkt, genau, direkt das Camp, haben jetzt einen Talent-Lead. Ich habe mich schon gefragt, die haben zwischendurch gepinkt. Im richtigen Moment bitte Vision geben auf den Brunnen, damit die das Seed Camp darüber ballert. Also Kleinigkeit ist immer schön zu sehen, dass, dass die auf sowas achten. Sehr schön. Ich frage mich auch, auf wen hier, ja, auf Sagara, die Stim Drone gezündet am besten. Ja, wir sehen auch Wettmomente auf der Sagara. Und insofern natürlich die Maw dann umso häufiger zur Verfügung. Und auch, also es ist einfach der aggressive Bild. Man kriegt natürlich auch immer wieder Hydras mit dazu. Rotes. Und in Kombination mit Entomb auf Leoric, damit man das vielleicht zusammen kombinieren kann. Ja, da müssen wir natürlich echt aufpassen. Dann kommen wir wieder gegen. Aber GIA will da reingehen, obwohl sie noch nicht Level 13 sind. Und das ist sehr riskant für sie tatsächlich. Ich finde es an sich smart von Mindsanity, dass sie sagen, okay, wir gehen einfach auf die Tanks drauf, weil... Die sind ja bekannt, die Jungs von GIA, dass sie immer ihrerseits sehr aggressiv reingehen, aber Morales ist natürlich super dagegen. Also da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil Morales das locker weghält. Andererseits Morales ist jetzt auf 50% Mana. Also so kann es natürlich auch funktionieren, einfach outsustain. Und jede Menge Skelette sind ja eh schon gefarmt. Also eigentlich muss GIA reingehen, die haben aber noch kein Level 13, also können sie nicht. Mindsanity lügt da wirklich sehr gute Kontrolle aus, overextenden kein bisschen über das Spiel. Komplett im Griff. Und haben jetzt hier auch wieder den nächsten Punisher geholt, ohne großartige Gegenwehr. Und sie holen hier einfach, sie spielen das Spiel jetzt einfach safe runter, mehr oder weniger. Also sie haben ihren Vorteil und machen auch nichts Riskantes, um das jetzt hier irgendwie vielleicht wegzuschmeißen. Dann kommen wir jetzt nochmal gegen den Nuradin, aber schön gemacht. Schade. Ja. Also man sieht schon, die Jungs von GIL können das Spiel richtig gut zukommen. Diesmal rechtzeitig mit dazu. Da hatte ich schon ein bisschen Sorge, dass Nurok da zu lange oben auspushen wird, aber er ist da. Und damit alles gut. Skeletten Mages gehen raus. Aber keine Möglichkeit, Kills zu holen. Aber der Punisher ist beschützt und kann dann gleich nochmal auf die Keepwall draufgehen. Und dann natürlich, da ist die Stun-Kombo. Und Blue Ray hat kein Problem, da zu überleben mit der Unterstützung von Morales. Ja, und die Keepwall ist immerhin angeschlagen. Und jetzt soll engaged werden. Oh, da ist jetzt hier das Entomb. Und es wird schwierig für ihn, dann noch lebend rauszukommen. Aber tatsächlich, er schafft es. Und da kommt hier auch noch das Root von Xul und Muradin stirbt. Richtig stark gemacht. Aber Blumby hat da richtig Bock noch. Da kommt die Mutter auf Greymane, auf Hasuobs drauf, hat sie noch getötet. Beschützen können. Ja, das habe ich gar nicht gesehen. Blumby wollte da ganz gerne tanzen, denke ich. Aber kam leider zu keiner Situation, wo er das hätte machen können. Ich glaube, er sollte es vielleicht zwischendurch einfach mal probieren. Andererseits ist der Cooldown aber so lange, den einfach zu saven und zu sagen, okay, Li Ming nutzt auch kein Ultimate, wie du gesagt hast, ist auf jeden Fall auch eine Option. War letztlich die letzte Situation für GIA vor dem nächsten Punisher, um nochmal in eine Situation zu kommen, auf Level 16 aufschließen zu können. Und da das nicht passiert ist, kriegt jetzt mal Insanity Level 16 und müssten eigentlich auch wieder den Vorteil haben für den nächsten Punisher. Talent Lead wird wieder gesichert. Und insofern müssten sie jetzt eigentlich beide Mercamps, Siege Camp und Bruiser Camp einsammeln können, um weiterhin die Kontrolle zu behalten gegen GIA, gegen die Taiwanesen, sodass die hier nicht wieder zurück ins Spiel kommen können. Blumby scoutet, dass das Siege Camp hier auf der anderen Seite gemacht wird. Das lassen sie natürlich auf keinen Fall zu. Da wollen sie unbedingt draufgehen. Aber da kommt Muradin, springt dann dazu. Also ob's von hinten kann er Schaden machen. Dann kommt Shadowstalk und da kriegt man direkt den Essen-Kill auf Muradin. Und dann geht's weiter auf Leoric. Leoric kommt aber nochmal rechtzeitig raus. Blumby hat zwischendurch mal gesagt, ja doch, ich habe mal Sprint geskillt. Oh, da kommt die Stun-Kombo.